Herzlich willkommen zu einem neuen Hardware-Lux ausgepackt und angefasst Video. Wir haben heute einfach mal in den Test rein das neue Sony Xperia T, das Bondphone. Mein Name ist Marc Pater und ich werde euch heute einfach mal zeigen, was Sony hier auf die Füße gestellt hat. Beine oder sonst auch immer, egal. Auf jeden Fall ist es das neue Bondphone und wir haben es hier in Schwarz-Silber und wollen uns das Ganze einfach mal genauer ansehen. Ist es wirklich ein Geheimagententelefon oder ist es doch kein Geheimtipp und ein ganz normales Smartphone wie jedes andere auch. Wir wollen uns das Ganze jetzt ansehen, also los geht's. So, jetzt sind wir wieder zurück mit dem Xperia T von Sony, dem Bondphone, dem offiziellen, und wollen uns die Hardware mal genauer angucken. Dual Core, 1,5 GHz Prozessor von Qualcomm ist verbaut, 1 GB RAM, Android 4.0, HSPA Plus, RGPS, GLONASS, es läuft, hat auch noch NFC natürlich, läuft mit MicroSIM und hat einen internen Speicherplatz von 16 GB, MicroSD-Slot hat es natürlich auch, Bluetooth, 13 Megapixel Digitalkamera und ein Display 4,55 Zoll in der Diagonale, 1280x720er Auflösung und das Ganze natürlich ein Touchscreen, sonst wäre es ziemlich witzlos. Ja, Größe knappe 130 mm in der Höhe, 67 in der Breite und etwa 10 mm in der Dicke. 9,35 gibt Sony an, aber es ist hier in der Mitte natürlich etwas dünner und deswegen sagen wir mal etwa 10. 140 Gramm ist das Ganze schwer, also nicht unbedingt ein Leichtgewicht, aber definitiv völlig in Ordnung. Wir schauen uns das Gerät einfach mal an. Vorderseite haben wir jetzt schon erwähnt, keine kapazitiven Buttons. Die werden, wie Google das wünscht, über die Software gelöst. Frontkamera, obendrauf haben wir ein 3,5 mm Klinke und ein Mikrofon. Hinten eine Kamera mit Blitz, 13 Megapixel, Lautsprecher. An dieser Seite haben wir ein Micro-USB-Slot und nichts außer ein Mikrofon. Und auf dieser Seite haben wir Power-Button, Lautstärke, Wippe und Kamera-Button. Alle drei hier unten angeordnet, sodass ich gar nicht weit hin muss. Klappe ich diese Klappe hier weg, gibt es Micro-SD und Micro-SIM-Slot frei. Ja, ist jetzt nicht wunderschön gelöst, aber funktioniert. Wir schauen uns jetzt die Software mal genauer an. Und zwar ist hier Android 4.0 drauf, das können wir auch in den Einstellungen gerne mal nachschauen. Zack, Android 4.04. Software-Updates sind aktuell nicht verfügbar. Update auf 4.1 kommt auf jeden Fall und wir hoffen natürlich auch auf 4.2. Man sieht, das Display ist sehr brillant. Ich versuche mal näher ranzugehen. Also es ist wirklich super scharf und es ist ein sehr schönes Display, auch blickwinkelstabil. Hier gibt es echt nichts zu meckern. Spricht auch sehr gut an und man sieht auch, es ist super flüssig. Trotz nur Dual-Core hat Sony hier einiges geschaffen, um das alles flüssiger zu machen. Man sieht hier oben noch so Quick-Controls und generell sieht man, das ganze System ist doch relativ angepasst, weshalb wir hoffen, dass die Updates trotzdem relativ zeitnah kommen. Gut, zur Software an sich gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Deswegen zeige ich jetzt einfach mal ein Video, was hier drauf ist. Schauen wir mal. Hier sind zwei drauf. Oh, hier sind ganz viele drauf. Hier ist ganz viel James Bond Krempel drauf. Ist natürlich das James Bond Phone. Und deswegen ist hier auch ganz viel James Bond Krempel drauf. Und man sieht hier, das läuft super flüssig. Auch Pinch to Zoom ist gar kein Problem. Da ist er. Läuft alles wirklich wunderbar. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall noch mal ein Video, damit ihr auch mal die Soundqualität und das Display an sich ein bisschen genauer sehen könnt. Ja, wenn ich es finden würde, Filme, hoffe ich, nein. Ja, wir schauen hier einfach mal den HD-Trailer an. Sie beide wissen, was auf dem Spiel steht. Es ist nicht mehr viel Straße übrig.
Verdammt, schießen Sie! Was sagt man über so einen Mann? Vor 3 Monaten haben Sie die Festplatte mit allen Agenten, die weltweit in terroristische Vereinigungen eingeschleust wurden, verloren. 007 meldet sich zum Dienst. Wo zum Teufel waren Sie?